Ahoi Leute, ich bin Atze, der Buschpirat. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meines Loadouts 2017. Im ersten Teil habe ich euch mein Kochequipment vorgestellt, im zweiten Teil dann mein Schlafsetup. Falls ihr diese Teile noch nicht gesehen habt, ich werde euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Link reinsetzen, dann könnt ihr das nach diesem Video noch anschauen. Ich habe jetzt hier im dritten Teil mal meinen LK 35 mal so gepackt, wie ich ihn mitnehme zu einer Waldübernachtung. Sprich, ich mache eine schöne Tagestour in die Wälder, suche mir einen schönen Lagerplatz, koche dort was Leckeres, verweile dort und verbringe dann dort die Nacht und am nächsten Tag geht es wieder zurück. Das ist jetzt, seht ihr ja auch hier schon an der schweren Axt, natürlich kein Trekkingrucksack, wo ich mehrere Tage unterwegs bin. Darum geht es hier aber auch gar nicht, sondern das ist hier so ein richtiger Bushcraft-Waldenrucksack, wie ich ihn gerne dabei habe. Ich habe euch heute den LK 35 mitgebracht, ist so mit ja, mein Lieblingsrucksack. Den habe ich auch dieses Jahr wirklich viel dabei gehabt. Er trägt sich einfach hervorragend mit diesem Außengestell. Man kann ihn schön modifizieren, man kann unten noch was hinpacken. Also eigentlich so ein richtig schöner Walden-Bushcraft-Rucksack. Was mir an diesen Außengestellrucksäcken ganz gut gefällt, ist, dass man an der Seite hinten am Gestell noch schön was hinmontieren kann. Da habe ich zum Beispiel auf der einen Seite mein GPS-Gerät, das ist das Garmin 64S, habe ich eigentlich immer ganz gern dabei, wenn ich in Gegenden unterwegs bin, wo ich mich nicht so gut auskenne, weil ich ja doch gerne auch mal abseits der großen Wanderwege unterwegs bin und manch kleiner Forstweg, der kann schon mal ja, schwierig zum Erkennen sein und da habe ich ganz gerne ein Gerät dabei, wo ich mir davor den Track drauf spiele und dann weiß ich immer genau, wo ich bin. Dann auf der drüberen Seite sehr kontrovers diskutiert, sehr kontrovers. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich da bei meiner Reise angekommen bin, und zwar ein Regenschirm. Ich bin es leid, mich mit Regenklamotten zu beschäftigen, weil man, wenn man gute Regenklamotten haben möchte, gleich mehrere hundert Euros ausgeben kann, sollte, muss, wie auch immer. Und ich die Erfahrung gemacht habe, egal was ich anhabe, wenn es draußen richtig schüttet, gut, dann kommt vielleicht kein Wasser rein, aber mein Schweiß macht mich von innen nass. Also von dem her bin ich regenklamottentechnisch absolut kein Spezialist. Ich habe eine sehr schwere Regenjacke von Helicontex, so ein schwerer Parker. Den nehme ich, wenn es wirklich mal heftig regnet, da habe ich auch die passende Regenhose dazu. Ansonsten sehen wir gleich noch, habe ich so eine ganz dünne Regenjacke noch dabei. Aber ich hatte jetzt auf manchen Touren diesen Regenschirm dabei. Und natürlich wird man immer schief angeschaut, so, was hat denn das mit Natur zu tun, hier Regenschirm und dann rausgehen wollen und solche Geschichten. Aber hey, der hält mich halt einfach trocken, ja. Und auch im Sturm, das ist so ein spezieller Outdoor-Schirm. Selbst im Sturm kann ich den nutzen als Windschild sozusagen, wenn der Regen ranpeitscht. Und ihr habt einfach den Vorteil, dass man Oberkörper trocken dann am Lager oder eben auch am Auto, wenn es der Rückweg ist, ankommt. Sollte man nicht ganz außer Acht lassen und keine Angst, das ist trotzdem noch bushcraftig genug und hat auch noch genug mit Natur und Rausgehen zu tun. Es ist einfach nur ein Utensil, was nur einen Bruchteil von einer guten Regenjacke kostet und in vielen Situationen deutlich besser funktioniert. Gut, kommen wir mal an die Unterseite von dem Rucksack. Da habe ich mein Schlafset drin. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil das habt ihr ja schon in Teil 2 gesehen. Aber ich hatte das vorletzte Video, glaube ich, oder beziehungsweise vor dem Loadout, habe ich diese Packrolle euch mal vorgestellt, wie man Sachen zusammenrollen kann und dann gerade bei solchen Rucksäcken gut unten ran machen kann. Da habe ich mit dem Jürgen, Grüße Jürgen, ein bisschen so in den Kommentaren ein bisschen diskutiert, ja, wie ist denn das so? Eigentlich muss man ja Schlafsäcke immer stopfen, ja, sagen ja auch die Hersteller. Auf der anderen Seite findet man sehr wenig Infos, wann es wirklich zu viel Gerolle ist, wenn man Schlafsack einrollt. Ich muss auch sagen, dass ich mir da weniger Sorgen mache, weil bei dieser Packrolle, die ich euch gezeigt habe, liegt der Schlafsack ja auch immer anders quer, mal andersrum drin. Das ist ja nicht so wie eine Isomatte, die ich immer gleich falte und dann gleichmäßig zusammenrolle. Deswegen sehe ich das nicht ganz so kritisch. Aber ich habe hier noch was für euch, für die Leute, die sagen, hey, mein Schlafsack ist mir einfach
zu schade, um ihn auch so ja, chaotisch zu rollen. Das will ich überhaupt nicht. Habe ich hier noch was? Und zwar, wie ihr wisst, komme ich aus dieser Carinthia-Welt. Also ich habe den Tropen und den Defense 4, so für Sommer und früher Herbst. Und jetzt passt mal auf. Das ist jetzt hier der Packsack vom Defense 4. Ich mache den mal auf. Der ist natürlich schön wasserdicht. Passt auch optisch gut zu diesem Rucksack, um den unten ran zu machen, wenn man auf Optik geht. Aber irgendwas knallbuntes würde ich mir jetzt unten nicht unbedingt hinmachen wollen. Ist aber Geschmackssache. So, und jetzt passt mal auf, was da rauskommt. Also das ist jetzt ein bisschen off-topic, ja. Also ich gehe noch mal ein bisschen zum Schlafsetup zurück. Hier, Hülle vom Defense 4. Und zwar habe ich jetzt hier wieder die Elefantenhaut. Und jetzt rolle ich die mal auf. Ich muss nur gucken, dass ihr was seht. Also ich habe die Elefantenhaut. Dort ist wieder die Isomatte eingerollt. Und was kommt raus? Der Defense 4 im Packsack vom Tropen. Das heißt, ihr könnt auch dieses Prinzip der Rolle, der Packrolle, Schlafsetup-Rolle nutzen. Und ihr müsst euren Schlafsack nicht unbedingt damit reinrollen, wenn das euch zu risikoreich ist. Das heißt, man kann ihn auch einfach in einen Packsack schön komprimieren und dann einfach mit einrollen. Und dann passt die Sache, sieht gut aus, alles beisammen. Und wie gesagt, der Defense 4 passt in den Tropen-Packsack und das Ganze passt dann zusammen in den Defense 4-Packsack, wo man auch noch mal ein bisschen komprimieren kann. Feine Sache. Gut, kommen wir mal zu den Seitentaschen. Ich fange einfach mal irgendwo an. Wir werden dann schon alles aus dem Rucksack rauskriegen. Ah. Genau, ich habe euch, als ich den Regenschirm euch gezeigt habe, gesagt, dass ich hier immer noch so eine ganz billige vom Decathlon, so eine Regenjacke dabei habe. Die kann man wirklich, habt ihr ja gerade gesehen, ganz klein komprimieren und einfach so als Backup. Ist auch ein guter Windschutz, muss nicht unbedingt gegen Regen sein, die ist relativ dicht. Aber, also gut, das ist jetzt hier keine Membran und nichts, ja, das ist eigentlich ein Müllsack. Aber trotzdem, wenn es mal ein bisschen tröpfelt oder wenn ich im Lager bin, irgendwie aufbauen muss, dann kann ich mir die noch schnell überwerfen, wenn ich jetzt nicht unbedingt den Schirm nutze oder keine schwerere Regenkleidung dabei habe. Finde ich klasse, findet bei mir immer einen Platz im Rucksack. Gut. Dann sind wir auf der Seite schon bei der Sektion Werkzeuge. Ist eine ganz interessante Sache. Klar, auf einer Trekkingtour brauche ich keine Werkzeuge, bleiben alle daheim. Aber wenn ich Walden, Bushcraften gehe, dann habe ich schon ganz gern ja, ein bisschen Schneidewerkzeuge, Klingen einfach dabei, weil ich nicht immer, aber manchmal dann einfach Lust bekomme, einfach auch mal was zu bauen. Und ja, man sollte auch das Thema Axt nicht unterschätzen. Ich war schon an Stellen, wo wir abends, weil es einfach unglaublich kalt war, ein großes Wärmfeuer machen mussten. Und da hat es nicht mehr ausgereicht, ein paar Ästchen abzubrechen. Und mit den Batonen ging es schon überhaupt gar nicht, weil das Holz einfach zu hart war und wir auch nichts anderes gefunden haben. Solche Situationen gibt es. Aber grundsätzlich ist so Werkzeuge schon noch so ein bisschen so eine Leidenschaftssache. Ich habe zum einen dabei die Silke Gomboy. Das ist die 270er, finde ich eine super Länge zum Arbeiten, da kriegt man auch richtig gute Stämme klein, wirklich in einer schnellen Zeit und ich kann jedem nur empfehlen, sich eine gute Säge anzuschaffen, muss jetzt nicht unbedingt eine Silke sein, gibt auch ein paar Nachbauten, aber die Zeit, die man sich wirklich spart, klar, wenn ich irgendwie mir für ein kleines Süppchen nur ein paar Ästchen irgendwie absäge, spielt es keine Rolle. Aber wenn ich jetzt die Feuerholzbeschaffung bzw. das Kleinsägen von 2 Stunden auf 1 Stunde reduzieren kann aufgrund von einem besseren Werkzeug, dann lohnt sich das, wenn man das mal hochrechnet. Aber klar, wenn man nicht so häufig rausgeht und einfach so ein bisschen Freude hat und das jetzt unbedingt auch nicht alles schnell gehen muss, weil man vielleicht das nicht unbedingt bei Regen rausgeht, dann tut es natürlich auch jede andere Säge. Aber die Silkis, die sind gut, die kann man wirklich empfehlen. Dann, also ich habe jetzt hier den wirklich so gepackt, dass ich jetzt hier übernachten könnte. Also jetzt, ich ziehe das jetzt auch einfach so raus, es hat jetzt keine Reihenfolge hier, es wird ein bisschen durcheinander kommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Dann kommen jetzt hier raus im Fach Werkzeuge, meine Arbeitshandschuhe. Das sind, keine Ahnung, die habe ich mal in irgendeinem Militärshop mal mitbestellt.
sind ganz günstige, natürlich Kunststoff, haben aber eigentlich einen ganz guten Sitz. Gut, mal schauen, ob ich die jetzt da drüber bekomme. Und die nehme ich eigentlich ganz gerne, wenn ich jetzt Holz bearbeite zum Beispiel, dass wenn man doch mal irgendwie mit einer Klinge ein bisschen rankommt, dann nicht gleich die Haut aufreißt. Und gerade wenn man auch mit der Axt arbeitet, sind da schon ganz schöne Kräfte, die dort auftreten können. Und da habe ich einfach ganz gerne Handschuhe an, weil das manchmal direkt auf der Hand schon schmerzhaft sein kann. Immer ein paar Handschuhe dabei. Und dann mein Messer. Ich bin jetzt kein Messersammler. Ich habe ein paar Messer. Das ist jetzt hier das Dawn 2. Das ist ein Custom-Made-Messer vom Howie. Könnt ihr auch unten dann in der Videobeschreibung den Link finden zu dem Video und den Kontaktdaten, wenn euch das interessiert. Das ist ein richtig gutes, brachiales Messer. Habe ich wirklich gerne dabei. Ist natürlich auch sehr viel, in so einem Custom-Made-Messer ist natürlich auch sehr viel Liebe einfach drin. Ja, das ist einfach ein treuer Begleiter. Ich habe zu Hause noch Kondormesser, habe ich sehr gerne. Da habe ich noch das Bouchelor und das Swamp Romper. Auch zwei super Messer, da tausche ich eigentlich auch immer mal wieder durch, je nachdem, auf was ich gerade Lust habe. Damit das Ganze dann nicht irgendwie lose immer irgendwo rumliegt, habe ich hier noch so eine kleine Zimmermannskoppel dabei. So ein Leder, ja, eine Lederkoppel. Da kann ich dann mein Messer und meine Sachen dann ranhängen, wenn ich dann im Lager bin. Gut, erste Seitentasche leer. Wenn wir gerade bei den Werkzeugen sind, machen wir mal hier den Torso mal auf und holen mal die Axt raus. Das ist eine Grandforce-Bruck. Ich glaube, die kleine Waldaxt, wobei die hat verschiedene Namen, hat eine super, super Länge, hat eine tolle, unglaubliche Schärfe, ich glaube, sind es jetzt ein Kilo oder 800 Gramm Axtkopf. Ach, ich habe die technischen Daten nie so im Kopf, entschuldigt. Aber das könnt ihr dann euch selber anschauen, wenn es euch interessiert. Ich habe hier so einen kleinen Lederschutz hingemacht, wenn man mal beim Spalten daneben haut. Man sieht hier auch schon ein paar Beschädigungen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den dran lasse. Wenn Spezialisten unter euch sind, die dieses Video anschauen, ihr könnt ja mir mal einen Ratschlag geben. Ich habe immer irgendwie Angst, dass mir das Wasser dort reinzieht und mir der Griff abfault. Ich habe natürlich, wo ich das hingemacht habe, alles schön eingefettet und richtig dicht gemacht. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich das wieder wegmachen soll. Wie gesagt, Axt, die ganze mit Griff, wiegt 1 Kilo. Genau, das ist der 800er Kopf. Nehme ich super gerne mit. Und das ist immer so, wenn man sie dann mal nicht dabei hat, dann braucht man sie. Aber das kennt ihr wahrscheinlich. Aber klar, wenn es irgendwie anstrengend wird und der Rucksack eh schon schwer genug, dann bleibt ihr natürlich zu Hause. Gut, gehen wir mal nach drüben. Ich greife einfach mal oben rein und ziehe raus. Oh, genau, Wasser. Diese Wasserbehälter habe ich euch ja gezeigt im Kochvideo, wo ich euch mein Kochequipment gezeigt habe. Ich habe jetzt hier zwei Wasser dabei. Also ja, zwei Wasser, ein Liter, also ungefähr 2 Liter Wasser habe ich dabei. Eins habe ich außen dran, dass man während der Tour einfach mal schnell was trinken kann. So, mal gucken, was da drüben noch drin ist. Oh ja. Ach. So, und hier ist jetzt noch mein kleiner Hygienebeutel. Den kennt ihr aus dem letzten Jahr. Ich habe jetzt ein bisschen einen kleineren Beutel genommen, weil ich ein paar Sachen rausgetan habe. Das sind, ich möchte jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Da ist dabei, sind Feuchttücher, Toilettenpapier, eine Zahnbürste und eine Handcreme. Und was ich noch hier drin habe, ist ein Spiegel. Und zwar nicht, um mich anzuschauen, um mich frisch zu machen, um mich zu stylen, sondern ein Spiegel hat im Prinzip zwei Einsatzzwecke. Zum einen kann ich mal ein Notsignal absetzen, aber viel mehr, wenn man sich verletzt und alleine unterwegs ist. Das kann eine Kopfverletzung sein, das kann irgendwas im Auge sein. Das kann irgendwas am Hintern sein, wer weiß, wo man sich reinsetzt, vielleicht in seine Axt oder was weiß ich, weil man sie nicht gesichert hat. Dann ist ein Spiegel absolut notwendig. Ja? Wenn ihr alleine seid, ihr könnt euren Hinterkopf einfach nicht sehen. Und wenn ihr euch wirklich dort verletzt und gucken wollt, wie schlimm es ist,
Ja, so optimal ist es auch nicht, aber zumindest kann man auch im Gesicht mal schauen, wenn ich mir einen Ast ins Auge ramme. Ja, natürlich beim Hinterkopf wird es schwierig, aber solche Sachen kann man einfach schauen. Habe ich deshalb auch immer noch mit dabei. Gut, kommen wir mal nach innen. Zum einen kommt da mein Tarp raus. Ich meine, das kennt ihr, das ist das 3x3, habe ich euch beim Schlafsetup bereits vorgestellt. Dann den Packen Heringe, habe ich euch auch schon vorgestellt. Nochmal eine Wasserflasche, beziehungsweise so ein Wasserbeutel. Die stehen übrigens auch kein Problem. Und passen auch in diese Nalgene-Becher rein. Dann habe ich meinen Teekessel dabei. Den habe ich euch auch schon bei dem Kochvideo vorgestellt, weil es so gerade ziemlich kalt ist. Und wenn ich dann mein Lagerfeuer angemacht habe, kann ich mir dann noch wunderbar ein Teechen machen. Dann hier den Beutel mit meinen Lebensmitteln. Ist gerade momentan nichts drin, weil ich ein bisschen erkältet bin und heute die Übernachtung, die ich eigentlich machen wollte, cancel. Dann den Pumpsack für die Isomatte. Finde ich eigentlich, merke ich gerade, hat doch jemand im Kommentar geschrieben, bei dieser Packrolle, gehört natürlich eigentlich auch unten in das Schlafsetup mit rein. Boah, fail! So, kommen wir zum Thema Erste Hilfe. Da hat sich einiges geändert. Ich habe im letzten Jahr noch diesen roten Expat Erste Hilfe Packsack gehabt, wo ich mir mein Set selber zusammengestellt habe. Ich habe dieses Set immer noch, da möchte ich auch mal noch ein Video drüber machen. Habe ich nur dieses Jahr irgendwie thematisch, hat es nicht reingepasst. Deshalb habe ich immer noch, nehme ich aber nur noch bei ganz bestimmten Touren mit. In der Regel habe ich nur das dabei. Das ist die Uriel-Bandage, die für ganz viele Arten von größeren Verletzungen gut ist. Die kommt hier in so einem kleinen Packsack, beziehungsweise halt einfach nur so eine Hülle. Und da sind auch noch Pflaster drin. Weil ich für mich beschlossen habe, wenn ich so normal unterwegs bin, dass mir das reicht. Klar, mit einem Messer schneidet man sich mal, da kann man dann auch ein Pflaster nehmen, um die Blutung zu stoppen. Und alles, was größer ist und ich überhaupt noch in der Lage bin, mich selbst zu verarzten, kommt diese große Bandage zum Einsatz. Und da muss ich eh einen Notruf absetzen. Das heißt, wenn ich einfach dieses Walden-Buschquaften mache, dann reicht mir das. Ist natürlich nicht genug, wenn ich eine mehrtägige Trekkingtour durch die Wildnis mache, dann reicht das nicht. Aber ich habe euch ja jetzt mal so einen Waldenrucksack für eine Waldübernachtung gepackt und da kommt das mit. So, dann habe ich hier einen großen Packsack. Das sind diese Helikontex Packsäcke. Gibt es im Set, kommen drei Stück mit, habe ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt. Da habe ich jetzt mein Kochzeug drin. Ich möchte gar nicht mehr so drauf eingehen, dass aber die Buschbox ist dort drin. Da ist meine Pfanne drin mit meinen Lebensmitteln, die ich kochen werde. Da ist mein Trockenhandtuch, meine Gewürze, da ist alles drin, was ich so zum Kochen brauche. Wer sich fürs Kochen interessiert und den ersten Teil noch nicht gesehen hat von dem Loadout, der kann den ja nach diesem Video sich noch anschauen. Aber eins zeige ich euch noch, was ich beim Kochvideo nicht gezeigt habe. Und zwar habe ich ja immer diesen schönen Lederbeutel, wo mein Feuerzunderzeug drin ist. Den habe ich euch ja auch im letzten Jahr gezeigt. Den habe ich immer noch. Den nehme ich auch ganz gerne mit. Aber wenn ich ein bisschen so vom Platz her ein bisschen schauen muss, dann habe ich einfach hier von der Taschenlampe einfach dieses Metallkästchen genommen. Und da habe ich einfach meinen ganzen Zunder drin. Und kann damit dann ein Feuer entzünden. So, dann habe ich immer noch, kennt ihr auch von dem Schlafvideo, da habe ich sie gezeigt, diese Daunenjacke, die ich immer noch dabei habe, die ich auch als Kopfkissen verwende. Super Dings, nehme ich auch immer mit, wenn es einmal kalt wird, kann ich mir nur die mir noch unten drunter anziehen. Dann ebenfalls vom Schlafsetup, das lasse ich jetzt zu, meine Wechselklamotten, Wechsel-T-Shirt und die warmen Socken.
Und dann kommen wir auch schon zum letzten, aber besten Item in diesem Rucksack. Und zwar, die Sachen, die ihr jetzt gesehen habt, die sind für mich persönlich so Standardprogramm. Ja, also da ist jetzt irgendwie, okay, wenn es mir kalt wird, brauche ich eine Jacke. Wenn es regnet, brauche ich einen Regenschutz. Ich brauche einen Tarp, ich brauche mein Kochzeug, wenn ich kochen will, ich brauche einen Müllsack etc. Ja? Aber diese Tasche, nicht jetzt nur, aber das ist so meine, in Amerika sagen sie dazu immer die Possibility Pouch. Ja? Also eigentlich so die Krustel-Tasche. Und da kommen auch Sachen rein, die ich jetzt sage, okay, die sind wirklich einfach Luxus, die will ich einfach mitnehmen, das macht mir Freude, die dabei zu haben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Gut, was haben wir dort drin? Zum einen meine Kopflampe. Das ist die Thunite TH20. Mag ich total gerne, weil die mit einer Doppel-A-Batterie läuft und nicht einen Spezialakku braucht. Und das finde ich eigentlich total klasse, wenn man da ein bisschen unabhängig ist und an jeder Tankstelle im Prinzip eine Ersatzbatterie kaufen könnte, wenn man mal vergessen hat, sie zu laden. Dann bleiben wir beim Thema Licht. Ich habe mir hier eine UCO-Kerze gegönnt. Das ist ein Original. Weiß ich nicht, ob der Preis sich rechtfertigt. Ich hatte auch Nachbau zur Auswahl, zum Kauf. Aber da habe ich gelesen, oh, das ist ganz billig alles und läuft nicht rund. Da habe ich mich dazu entschieden, die teure UCO zu kaufen. Aber irgendwie, ja, die läuft schon gut, aber es ist schon... Wirkt jetzt nicht so edel, wie ich mir das gewünscht habe, macht aber ein super geniales Licht und ich liebe diese Kerzenlampe. Und die Kerzen wirklich, die brennen wirklich 8 bis 9 Stunden. Das ist der Wahnsinn. Super genial. Oh, verhakt. Na? So, was kommt hier noch raus? Oh ja, hier. Mein Pocket Bellows. Das ist dieser, habe ich euch auch schon gezeigt. Dieses Anpustrohr, wo man Feuer in Gang bringen kann, super genial. Gut, da habe ich jetzt noch ein Packen Zündhölzer drin, wird ausgetauscht mit einem Feuerzeug, habe ich aber halt noch nicht gemacht. Dann hier ein kleines Thermometer mit für Außen- und Innentemperatur, habe ich immer gerne dabei, um einfach mein Schlafsetup zu überprüfen, wenn es mich mal friert, dass ich weiß, wie viel Grad hatte es draußen, dass ich so meine eigene Grenze vom Schlafsack besser abschätzen kann. Dann habe ich hier noch die Thunite T10 dabei. Die habe ich aber jetzt nur dabei, ne, weil dort ein Diffusor dabei ist, als Filmlicht, wenn es mal dunkel wird. Dann habe ich hier noch Ersatzparacord dabei. Mein normaler Paracord befindet sich immer in meinem Tarpbeutel. Das ist Ersatzparacord. Dann nehmen wir mal hier diesen schönen Netzbeutel. Da habe ich eine Hanfschnur dabei, so einen dicken Garn. Wenn man mal irgendwie sich einen Stuhl baut oder ähnliches oder irgendwas befestigen möchte. Super genial. Und hier, das habe ich noch nicht ausprobiert, das wird noch ein Projekt. Und so habe ich so Haargummis, die sich ja eigentlich als Brusikknoten ideal eignen würden, um Tarp an der Ridgeline zu spannen. Muss ich mal noch ausprobieren. Bin gespannt, ob das was wird. Gut, und dann haben wir hier noch in einem wasserdichten Packsack eine kleine 5000 mAh Powerbank. Kann ich mein Handy laden mit Handyladekabel. Und auch noch zwei Ersatzbatterien, nämlich eine Doppel-A für die Kopflampe und eine Triple-A für meine Hosentaschenlampe. Die zeige ich euch dann aber gleich noch. Dann habe ich hier noch einen Kompass dabei. Und es gibt Leute, die sagen, in Deutschland kann man sich nicht verlaufen. Stimmt nicht. Ja, ich habe einen Freund bei der Bergwacht. Und nicht nur im Gebirge, sondern auch in Waldgebieten, die gerade so mit tiefen Tälern durchzogen sind. Ist es immer wieder so, dass Leute Abkürzungen nehmen wollen und dann einfach verloren gehen und gesucht werden müssen. Für mich gibt es zwei Sachen, die mir, wenn ich alleine unterwegs bin, nie passieren dürfen. Das ist zum einen, dass ich mich verlaufe und zum anderen, dass mir das Licht ausgeht.
Deshalb habe ich beim Licht mehrere Backup-Systeme, wie auch bei der Orientierung. Ja, das ist einfach so, sichere ich mich einfach gerne ab. Ja, vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote. Wieder mal diese Schwarzwaldübernachtung mit dem Sigi und mit dem Tom, wo es gestürmt hat, neblig war, es war stockdunkel. Und ich bin dann alleine nachts noch raus und wollte noch trockenes Feuerholz suchen. War ein Ding, also fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich bin dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so Lothar-Gebiet. Also das ist alles so, das sind so Tannen, die so 10, 15 Meter hoch sind, nach unten hin noch total verzweigt. Ja, das ist wirklich ein Labyrinth, wenn man vom Weg weggeht. Und ich musste dann wirklich die Suche abbrechen, weil ich wirklich Angst hatte, mich zu verlaufen. Weil wenn man Feuerholz sucht, da hinten sieht man was, wo man was vielleicht finden könnte hier. Und dann dreht man sich zwei, drei Mal und dann steht man in diesem Jungwald. Man hat überhaupt keine Sicht. Ja, und da ist es mir wirklich anders geworden. Und ich bin dann wirklich auch zurück auf den Weg und wieder in die Hütte, weil es mir wirklich zu riskant war, ja. Gut, das war jetzt die Lieblingstasche. Jetzt gibt es noch eine Sache. Ah ja, hier genau. Nicht zu vergessen, mein Klappgrill. Den habe ich euch aber auch schon bereits gezeigt. Den brauche ich jetzt nicht nochmal auspacken. Ja, der Rucksack, der ist leer. Es gibt jetzt noch ein paar Sachen, die ich noch am Mann trage. Das ist sozusagen meine EDC. Kette, nee, ist es nicht, weil ich sie nicht jeden Tag dabei habe. Aber wenn ich draußen bin, habe ich die immer noch ganz gerne dabei. Da sind vier Sachen dabei. Zum einen eine Notpfeife, die nichts bringt, wenn sie am Rucksack oder am Erste-Hilfe-Set hängt. Also die muss bei euch sein. Dann nochmal diese Mini-Thru-Night, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die TI3 mit einer Triple-A-Batterie. Die habe ich auch immer noch als Backup immer bei mir am Gürtel dabei. Also in der Hosentasche, dann mein Feuerstahl und ein Victorinox Taschenmesser, das ich auch sehr gerne zum Kochen verwende. Ja Leute, wir haben es geschafft. Der Loadout 2017 Marathon ist hiermit offiziell beendet. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ja, waren jetzt doch insgesamt ja knapp 60 Minuten. Ausrüstung pur. Ich hoffe, es war interessant für euch. Mir hat es riesig Spaß gemacht, euch meine Sachen zu zeigen, die ich so in dem Jahr verwendet habe und vor allem auch zu erklären, warum. Das finde ich immer total spannend. Also ich schaue auch total gerne Loadouts an, weil ich immer wieder irgendwo ein bisschen was lernen kann. Und das ist ja eigentlich ein Erfahrungsaustausch. Ja, ich mache Erfahrung mit einem gewissen Teil von Ausrüstung. Ich gebe die Erfahrung weiter. Ihr macht andere Erfahrungen. Ja, man kann nicht 10 Tabs testen. Man kann nicht 5 Isomatten, 10 Schlafsäcke. Das geht hier nicht. Ja, jeder hat so seine Sachen, die er sich besorgt hat. Und ich finde es einfach interessant, wenn man weitergibt, ob man damit zufrieden ist oder nicht. Wenn es euch bei irgendeinem Gegenstand gefehlt hat oder ihr nochmal genau wissen wollt, warum ich mir was gekauft habe, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich versuche es dann auf jeden Fall zu beantworten. Wenn euch der Marathon gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, haut auf diesen Abo-Knopf dort unten und geht raus in die Natur. Bis zum nächsten Mal. Ciao.